All right, ladies and gentlemen, welcome to this new YouTube video. Hope you're doing well. Jetzt mal ehrlich, herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube Video. Wir befinden uns hier heute im Seminarraum des Gym aller Gyms, das Gym, weil ich mit euch ein wichtiges Thema besprechen will. Ein Thema, das oft unterschätzt wird und ein Thema, über das sich nicht genug Gedanken gemacht wird im Vorhinein an die Ausarbeitung von einem Trainingsprogramm. Weil du willst ja, und das haben wir bereits lang und breit durchgesprochen, Individualisation auf einem hohen Level betreiben. Deswegen muss das, was du schlussendlich langfristig machen willst, zu dir passen. Und wir schauen uns heute eine sogenannte Needs Analysis an oder eine Bedürfnisanalyse eigentlich zu Deutsch. Ja? Zuerst muss man Raffi sagen, ob meine Haube sitzt. Sitzt die Haube? Die Haube sitzt, oder? Wenn die Haube sitzt, dann können wir loslegen. Denn, wie gesagt, im Vorhinein an die Ausarbeitung von einem Trainingsprogramm sollte man sich Gedanken darüber machen, was sind deine Bedürfnisse? Ja, als Athletin, als Person, die mit beiden Beinen hoffentlich im Leben steht und ein Leben hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der erste Punkt, den ich mir gerne widmen würde, generell, ist so, und das sollte sowieso immer im Vordergrund stehen, was ist deine Zielsetzung? Ja, also was ist dein Ziel als Athlet oder als Athletin? Das muss jetzt nicht heißen, dass du unbedingt auf die Bühne willst. Also nicht falsch verstehen, so. Du musst jetzt nicht eine Bühnenathletin sein, um ein Ziel zu haben. Kann auch sein, dass du einfach nur trainieren willst, um zu trainieren und dich steigern willst, verbessern willst, whatever. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst auf die Bühne, solltest du darüber bewusst sein, auf welche Bühne soll es gehen, in welcher Federation und in welcher Klasse. Denn das unterscheidet jetzt schon mal, ja, wie soll ich sagen, deine Needs von den Needs von vielleicht einer anderen Person, die in eine andere Klasse will, auf eine andere Bühne will, eine andere Federation anstrebt. Ja? Eine Bikini-Athletin wird andere Needs haben, generell an das Physik-Development, als eine Figurathletin oder als eine Physikathletin. Und dementsprechend sollte auch dieser Unterschied, wenn er auch vielleicht nur marginal ist, im Trainingsprogramm irgendwie ersichtlich werden. Also wohin soll es so gehen? Also Competition, Federation, Class, also Klasse, oder ist vielleicht einfach nur so dieser Lifestyle-Aspekt im Vordergrund und du willst nackt gut aussehen. Ist ein vollkommen legitimes Ziel, wenn man einfach nur sagt, okay, man trainiert als Athlet oder als Athletin aus Lust am Training, aus Freude ganz einfach, ja, ist ein vollkommen legitimes Ziel. So. Der zweite Aspekt, der unfassbar wichtig ist, ist, wo stehst du im Zuge deiner Trainingskarriere? Also wie fortgeschritten bist du? Einerseits, wie gut kannst du dich vielleicht steigern von Training zu Training oder von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat? Und wie, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ist deine Bewegungskompetenz, deine Bewegungsqualität? Ja? Jemand, der noch nicht lange trainiert, kann wahrscheinlich nicht den gleichen internen Stimulus setzen wie jemand, der schon länger trainiert, mit der gleichen Übung, mit dem gleichen Volumen, whatever. Ja? Das heißt, wie hoch ist dein Maß an Bewegungsqualität? Braucht es noch viel mehr Bewegungsqualität? Brauchen wir in komplexeren Übungen vielleicht eine erhöhte Trainingsfrequenz? Ja? Wie viel Volumen benötigst du? Wie hoch ist das Maß an Fortschritt, was du bereits im Zuge deiner Journey erzielt hast? Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also einfach das Maß an Fortgeschrittenheit. Ja? Heute mega schöne Schrift übrigens, ich bemühe mich komplett. Ja? Also das ist eigentlich nur, damit ich irgendwas mache und das Video nicht nur ein statisches Video ist. Deswegen gehe ich ein bisschen herum und tue ein bisschen herumfuchteln mit meinen Armen und schreibe ein bisschen was auf. Ja, genau. Das heißt, dieses Höchstmaß an internen Stimulus, das wollen wir erzielen. Ja? Und um das zu erzielen, brauchen wir Bewegungskompetenz. Und wie viel Bewegungskompetenz noch erarbeitet werden muss, sollte ebenfalls irgendwie durch unser Trainingsprogramm ersichtlich werden. Zweiter Punkt, fortgeschritten. Dritter wichtiger Punkt, das machen wir jetzt in grün, weil grün eine schöne Farbe ist. Ja? Eigentlich eine Farbe, die ich gar nicht mag, by the way, ja, falls irgendjemand mal eine Q&A zu einer Person machen will. Der dritte große Punkt, den man sich dann fragen muss im Zuge dieser Needs-Analyse, was sind deine Ressourcen?
als Athlet oder als Athletin? Was sind deine Ressourcen? Wie können wir überhaupt arbeiten? Und da ganz klar unterscheiden, optimal versus umsetzbar. Ja? Und da kommen jetzt mehrere Punkte zu tragen. Also Punkt Nummer eins, wie lange und wie häufig kannst du trainieren? Also was sind da überhaupt die Ressourcen? Wenn ihr jetzt einen Athleten habt, ja, der, wie soll ich sagen, sehr eingespannt beruflich ist und jeden Tag lange arbeitet, aber dafür eigentlich jeden Tag trainieren könnte, wird das Trainingsprogramm wahrscheinlich oder sollte zumindest anders ausschauen als von jemandem, der ja, vielleicht dreimal die Woche lang auf der Arbeit ist und die anderen Tage frei hat und dann wahrscheinlich an den anderen Tagen mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung hat. Das heißt, immer das Trainingsprogramm daran zu orientieren, wie kann man mit einem Athleten das Höchstmaß an Adhärenz, das Höchstmaß an Umsetzbarkeit und das Höchstmaß an Kontinuität erreichen, weil wir wissen, Kontinuität ist, ich habe jetzt leider keinen Schlüssel da, aber Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, unser Trainingsprogramm, was wir auf die Beine stellen, sollte umsetzbar sein. Und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und das ist eigentlich so dieser Punkt, der meiner Meinung nach am häufigsten untergeht. Ja? Weil wir als Coaches oder als AthletInnen wollen natürlich immer das Optimum. Ja, wir wollen möglichst die Muskulatur aufbauen. Und das ist gut, dass man sich so damit auseinandersetzt und versucht, unterschiedliche Widerstandsprofile kombinieren und dies und das und hier ein fancy Setup und so viele Trainingstage. Aber das Problem ist, wenn du es nicht umsetzen kannst und zwar langfristig, dann hast du ein fucking Problem. Das heißt, umsetzbar sollte es sein. Auch im Hinblick auf das Kit in deinem Gym, beziehungsweise generell die Gym-Ausstattung. Ja? Wenn ich dir eine Übung programmiere, die du nicht machen kannst, hast du ein Problem. So. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig, das Kit vom Gym, beziehungsweise die Umsetzbarkeit. Ich habe mir hier nur ein paar Notizen gemacht. Der nächste große Punkt, und das, damit werde ich auch irgendwo aus physiotherapeutischer Sicht dann häufig konfrontiert, wie schaut es aus mit Verletzungen und Limitationen? Viele AthletInnen passen nicht zu gewissen Übungen. Das heißt jetzt nicht, dass Verletzungen vorliegen müssen. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht anfangen, sondern vielmehr einfach, wie bist du gebaut im Hinblick auf deine Anthropometrie, im Hinblick auf deine Körperlängen. Gutes Beispiel, es gibt so coole Pullover-Maschinen, Überzugmaschinen von diversen Firmen, die sehr, sehr cool sind so, ja, und in der Theorie Sinn machen, aber in der Praxis passen die wenigsten Leute rein. Ja? Und das ist dann halt eine Sache, die, sag ich jetzt mal, suboptimal ist. Das heißt, du solltest immer fragen, okay, welche Maschinen passen zu dir, deinen Körperlängen, deiner Person, deinen Gelenksausrichtungen und deinen Bedürfnissen schlussendlich wieder. Ja? Das heißt hier, die Limitationen einfach durch diese Person, das können jetzt auch Mobilitätslimitationen sein. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Athleten oder eine Athletin habt, die schlecht in diese Überkopfposition reinkommt, wie beispielsweise ich, ja, dann werde ich diesem Athleten oder dieser Athletin wahrscheinlich keine Frontkniebeuge mit einem Clean Grip programmen und die werde auch keine Überkopfdrückbewegungen mit einer Langhantel im Stehen programmen. Ganz abgesehen davon, dass das sowieso für Hypertrophie nicht meine Übung to go ist. Wer mich kennt, wird wissen, warum. Aber wichtig ist zu wissen, hat der Athlet oder die Athletin irgendwelche Limitationen? Wenn ihr jetzt beispielsweise Coach seid, ja, dann macht Sinn, an diesem Punkt, wenn ihr diese Person nicht gut kennt, auch mal zu sagen, okay, schick mir jetzt gleich ein paar Videos. Vom Coaching-Beginn noch. Anamnese wird ausgefüllt, ihr habt ein Gespräch mit dieser Person, mit diesem potenziellen Kunden oder dieser potenziellen Kundin. Lasst euch wieder schicken. Schaut euch an, wie diese Person, diese Basic Human Movement Patterns, eine Kniebeuge, Bankdrücken, vielleicht auch Überkopfdrückbewegung, einfach nur mit einer Kurz- oder mit einer Langhantel, absolviert. Einfach nur, um zu schauen, gibt es irgendwelche Limitationen? Wie sind die Mobilitätsanforderungen von diversen Übungen, die ich vielleicht ins Trainingsprogramm reinnehmen will und wie alignen die sich oder wie lassen die sich alignen, um jetzt wieder ein bisschen die englische Sprache mit reinzunehmen, mit dem, was der Athlet oder die Athletin für möglich macht, ja, durch die Anthropometrie, durch die Mobilität etc. pp. Limitationen, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich die Passung eines Athleten oder einer Athletin
an die jeweilige Übung. Da spielt dann natürlich auch Verletzungen mit rein. Ja. Gibt inzwischen sehr viele gute Coaches, die mit Verletzungen relativ gut umgehen können und auch, was Rehab anbelangt, kompetenter sind als so mancher Physiotherapeut oder so manche Physiotherapeutin. Ja, aber Verletzungen sollten berücksichtigt und langfristig adressiert werden. Mobilitätsprobleme sollten berücksichtigt werden, müssen nicht immer adressiert werden. Ja, wenn ihr jetzt einen 140 Kilo Open Class Bodybuilder habt, werde ich nicht sagen, okay, bevor wir jetzt einmal drücken, schauen wir, dass wir mobilitätstechnisch an der Überkopfposition arbeiten, obwohl wir vielleicht gar nicht in diese Position rein müssen. Mobilität ist sowieso ein sehr, sehr individuelles Thema. Wenn ich mal irgendwie mehr zum Thema Mobility und keine Ahnung was machen soll, dann drop a comment down below. Ansonsten würde es mich natürlich an diesem Punkt freuen, wenn ihr dem Video einen Algorithmus, Kommentar und ein Like da lässt. Ja, wir freuen uns immer immens. Gut, also hier Limitationen, Verletzungen, Körperlängen, das heißt der Körperbau, Anthropometrie, Gelenksausrichtungen etc. pp. Gut, und dann kann ich mal hergehen und schauen, wie schaut mein derzeitiges Trainingsprogramm aus? Wie schaut mein derzeitiges Trainingsprogramm aus und bietet mein derzeitiges Trainingsprogramm all das, was ich hier im Vorhinein als Athlet oder als Athletin brauche? Ja? Wie ist derzeit meine muskuläre Ausprägung? Brauche ich eventuell in gewissen Bereichen für meine Federation, für eine Bühnenpräsenz irgendwo vielleicht einen Spezialisierungszyklus? Brauchen übrigens die wenigsten. Ist einfach dann in einer späteren Abfolge in der Trainingskarriere schon ein Thema, über das man sich sehr viele Gedanken machen sollte, wo Stärken und Schwächen liegen. Allerdings viele Leute, die denken, sie haben Stärken und Schwächen, haben sie eigentlich noch gar nicht und brauchen auch overall einfach viel mehr Muskelmasse. Ja? Und das sehe ich einfach häufig, deswegen will ich es ansprechen, will allerdings trotzdem sagen, dass Stärken und Schwächen präsentes Thema sind und langfristig dann adressiert werden sollten. Aber deckt mein derzeitiges Trainingsprogramm all das ab, was ich brauche? Werden meine Stärken oder Schwächen adressiert, falls sie adressiert werden müssen? Wie schaut es aus mit der Bühnenpräsentation? Wird da das adressiert, was ich auf dieser Bühne neben den anderen AthletInnen brauche? Und ist all das, was wir hier jetzt besprochen haben, erfüllt? Und was ich ganz häufig sehe, ist, wenn Leute zu mir kommen und sie haben mir irgendwie ihr vorheriges Trainingsprogramm geschickt und es werden x Sätze pro Trainingstag absolviert, muss ich zunächst mal hinterfragen, okay, wie viele dieser Sätze werden mit einer hohen Qualität absolviert? Ja, was ich ganz häufig sehe, ist, dass die Leute einfach viel zu viel Volumen machen, also in Form von Sätzen, und diese Sätze nicht wirklich die Produktivität mit sich bringen, diese Produktivität, wie sie mitbringen könnten, ja, wenn es jetzt in Richtung von weniger Volumen gehen würde. Das heißt, was ich ganz gern mache, ist einmal das Volumen ein bisschen zu reduzieren, um einfach zu schauen, okay, kann aus diesen Sätzen alles rausgeholt werden, kann durch diese geringere Satzanzahl ein höheres Maß an interner Stimulus erzielt werden, und dann kann ich von dort aus die Sätze wieder ganz normal abtapern. Genau. Also die Frage, die du dir stellen solltest, kann ich das Volumen, was ich jetzt gerade mache, qualitativ hochwertig gestalten? Wenn nein, reduziere das Volumen. Easy as that. Und da muss das Ganze natürlich, wie gesagt, all diese Punkte erfüllen und die gesamten Bedürfnisse, die du hast als Athlet oder als Athletin, abdecken. Ja? Das heißt, all die Variablen, die wir schlussendlich haben, ja? Sei es jetzt, ist auch ein Whiteboard-Marker, wow. Sei es jetzt die Übungsauswahl, ja? Die Übungssequenz, also die Anordnung von Übungen innerhalb eines Trainingstags. Und dann natürlich die Gestaltung des generellen Trainingsplans im Hinblick auf Frequenz von unterschiedlichen Muskelgruppen, von unterschiedlichen Bewegungsmustern, Volumen, die relative Intensität, beziehungsweise einfach wie nah du am Muskelversagen arbeitest. All das sollte auf deine Bedürfnisse, auf deine Needs abgestimmt werden, die im Zuge einer Needs-Analyse auftreten. Ja, genau, so viel jetzt mal dazu. Vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel. Also bei mir ist es ja derzeit so, ich komme aus meiner ersten Competition-Phase heraus, brauche überall mehr Muskelmasse. Muskelgruppe, die eventuell positiv hervorsticht, das ist der Quadrizeps, also das Bein einfach von vorne. Alle anderen Muskelgruppen sollten weiterhin nach vorne gebracht werden, vor allem die Brust, Delts and Arms Area. Und dementsprechend ergibt sich halt jetzt der Trainingsapproach, den wir für mich gefunden haben oder den ich für mich gefunden habe. Coache mich übrigens seit kurzem auch selbst, ja, also
Wer dahingehend Informationen haben will, gerne mal einen Kommentar droppen. Könnt ihr jederzeit einfach mal nachfragen. Und aus dem Ganzen ergibt sich hier ein Setup. Und ich will noch ganz kurz was sagen zum Thema Flexibilität, weil das auch noch ein Punkt ist, der sehr oft vernachlässigt wird. Daraus ergibt sich für mich ein Setup mit Push-Pull-Off. Bei Push ist Trizeps dabei, bei Pull ist Bizeps dabei. Dann gehen wir über in eine Leg-Session, wo der Quadrizeps eher ein bisschen im Vordergrund steht. Schließen an mit einer weiteren Push-Session, die eher Delt-dominant ist, haben aber hier Bizeps noch mit dabei und hier wieder Trizeps mit dabei. Das ist übrigens auch die Session, die ich heute habe. Ja, filmen wir aber heute nicht mit, heute wird nur Content gefilmt. Legs und Bizeps, Push und Trizeps dann in weiterer Folge. Dann gehen wir noch über in eine Push-Session und in eine Leg-Session, wo Hamstrings im Vordergrund stehen, plus in weiterer Folge Trizeps. Und wieder ein Off-Day. Das heißt immer 2 days on, 1 day off, Abwandlung von einem Push-Pull-Leg-Zyklus und Arme werden stark betont, beziehungsweise auch Delts, weil beispielsweise hier Pull and Delts noch mit dabei sind. Genau. Das ist das derzeitige Setup. Das wird jetzt zunächst mal durchgezogen, weil ein Punkt, der super wichtig ist, neben dem Punkt der Flexibilität, den ich jetzt ganz kurz noch anspreche, ist der Punkt Kontinuität. Bevor ich beim AJ war, also noch vor 2019, war ich so der typische Program-Hopper. Das heißt, ich habe immer wieder ein neues Trainingsprogramm gemacht, immer wieder neue Übungen mit reingenommen, war nie kontinuierlich an einem Trainingsprogramm mit dabei, was Arsch ist. Ja, also da muss man einfach kontinuierlich dabei bleiben, um auch Progress zu verzeichnen und dann zu re-evaluieren schlussendlich. Das heißt, wenn ihr dieses alles ja hier durchgeführt habt und ihr habt einen Approach für euch generiert, dann bleibt es dabei. Versucht es nicht wieder gleich irgendwelche Dinge zu ändern. Bleibt es dabei, zieht es durch und seht euch beim Wachsen und Stärkerwerden zu. Flexibilität vielleicht noch ganz, ganz wichtig, ist ein Punkt, den auch jedes Trainingsprogramm in einer gewissen Art und Weise bieten soll. Das heißt, wenn es jetzt in das Szenario reinschlittert, wo ihr sagt, hey, es muss mal eine Trainingseinheit geskippt werden oder es muss mal was verschoben werden, weil das Leben wird irgendwie irgendwann dazwischen kommen. Ja? Wenn nicht heute, dann morgen. Ach ja, nicht heute, dann morgen. Perfekt. Das Leben wird irgendwann dazwischen kommen und da ist halt wichtig, dass ihr ein gewisses Maß an Flexibilität mit dabei habt. Ja? Es ist halt wichtig, dass ihr wisst, was ihr tut, wenn mal, wie gesagt, life in the way get it. Perfekt. Gut, das war's jetzt soviel zum Thema Needs-Analyse. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt oder zu meinem eigenen Setup oder zu meinem eigenen Coaching-Prozess, dann bitte feel free to ask. Ansonsten kann ich euch nur anbieten, auf Lift the Standard vorbeizuschauen. Dort für ihr einen Log, wo ich alles dokumentiere, auch über das Training und Ernährung hinaus, das heißt Performance-Enhancing-Drug-Setups etc. pp. Derzeit kurz vor dem Beginn meiner Off-Season, wir schreiben Mitte Dezember. Mir startet dann die richtige Off-Season und der Blast. Ja, also macht euch auf was gefasst, denn das Wachstum beginnt erst. Und somit bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und Zuhören. Gebt Gas, passt auf euch auf, verwirkt eure Träume, Geister und Sterne. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Peace und gute Arbeit.